Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir haben letztes Mal den Agonia hier besiegt, der uns hintergehen wollte. Und wir werden heute mit der nächsten Quest weitermachen. Ich habe mal wieder eine aus Verschiedenes rausgesucht. Und wir werden mal die Ruinen von Arkentams erkunden. Ah, fangen wir mal direkt an. So, aber erstmal muss ich aus dieser Piratenhöhle rauskommen. Das sollte nicht allzu schwer sein. Oh, da war das Plumpsklo. Und ich habe keine Ausdauer mehr. Das passt ja super. Nee, hab ich nicht durchsucht, bis ich nochmal hierher gegangen bin. Ich hätte hier, glaube ich, hierher gehen müssen. So. Wollen wir mal gucken, wo diese Ruine ist? Okay. Map. Hier irgendwo. Windlippenhöhle. Oh, gehen wir mal zu dem. Feinde sind in der Nähe. Wer? Sind hier wieder Hawker? Ups. So, vielleicht geht's von hier aus besser. Ja, sehr gut. Ich denke mal, oder der Name verrät uns eigentlich schon, dass das, was wir suchen. Ah, okay. Nee, das habe ich jetzt nicht gesucht, da ist er. So. Aber der Name dieser Höhle verrät uns eigentlich schon, dass es sich um eine Zwergenruine handelt. Dann wollen wir mal auskundschaften sozusagen. So schlau war, hier zu diesem Geheimeingang zu reisen, ich glaube ja nicht. Das ist doch alles ein bisschen doof gelaufen. Naja, soll uns nicht allzu sehr stören. So. Ja, hätte ich mich mal hierhin schnell gereist, da wäre ich, glaube ich, schneller da gewesen. Wie komme ich da jetzt am besten hin? Kann ich hier links den Berg überqueren? Ich hoffe es nochmal. Sehr schön. Da oben sehen wir auch einen Teil einer Zwergenruine, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber das wird die richtige sein, weil da sind wir noch ein bisschen weiter von entfernt. Vielleicht kommen wir da raus, wenn wir die Zwergenruine abgeschlossen haben. Die Ziege lassen wir mal Ziege sein, die werden wir jetzt nicht erschießen. Oh, Gegner. Was ist hier? Eine Ruhe. Ja, komm. Komm du mal. Das ist der andere. Hallo. So, kann ich mir... Von beiden kann ich mir den Pfeil nicht zurückholen. Sehr schade. Naja, ist halt so. Sieht mir sehr nach einem Banditenlager aus oder Orklager. Jetzt nicht unser Hauptaugenmerk, dass wir das überfallen wollen. Greifen die uns an? Nein. Sehr schön. Wir wollen nämlich weiter zu den... Ah, oben sind sie doch. Sehr schön. So, dann werde ich gleich wohl mal in den Schleichmodus wechseln. Gegner. Spinne. Ja! Wow!
Stufe? Kann auch schießen, glaube ich, ne? Das wäre jetzt aber mal ziemlich egal. Was sind da? Wölkchen. Egal. Wir gehen in die Ruine. Ich halte mich jetzt nicht mit einer riesigen Frostgiftspinne auf. Und nicht Wolf. Folgen die mir eigentlich? Ich glaube nicht. So. Wollen wir mal unseren Wiederherstellungszauber auf Vordermann bringen und heilen. Sehr schön. Ja, Wiederherstellung verbessert. Und dadurch gibt es eine neue Stufe. So. Wir werden Ausdauer nehmen, definitiv. So. Talente zu verbessern. 3 Stück. Leichte Rüstung ist gestärkt durch dieses eine Ding. Das können wir nicht machen. Wie hier können wir noch nichts weiter verbessern. Aber leichte Rüstung ist vielleicht gar nicht verkehrt. 25% Rüstungsbonus, wenn du ausschließlich leichte Rüstung trägst. Ja, ich glaube, ich trage ausschließlich leichte Rüstung. Okay, und jetzt, ups, wechseln wir wieder zum Zwerg. Kehrt um, wie gesagt. Warum denn? Wer sagt das? Mensch. Kehrt um. Ich möchte aber nicht umkehren. Solange diese Person mir nicht sagt, warum ich umkehren soll, werde ich gar nichts tun. So. Wie ich schon gesagt, das ist ein Zwergenverlies, eine Zwergenruine. Kehrt um, bevor es zu spät ist. Kehrt um, bevor es zu spät ist. Wer ist das? Ich meine, ich weiß es jetzt gerade wirklich nicht. Das Spiel zwar schon öfter mal gespielt, aber wer das jetzt ist, weiß ich gerade wirklich nicht. Herr Falmer. Ja. Es scheint hier ein wenig gefährlich zu sein. Was macht ihr noch hier? Ja. Lasst mich raten, ihr seid hinter dem Schatz her, nicht wahr? Wie all die anderen auch. Wer seid ihr? Ich heiße Katria. Ich war eine Abenteurerin. Ich habe 20 Jahre lang Ruinen wie diese durchforstet. Ich war etwas Großem auf der Spur. Es führte mich hierher und ich habe es nicht geschafft. Name kommt mir bekannt vor. Oh, ihr habt das Buch gelesen, nicht wahr? Die Ethereum-Kriege. Ach so. Das war meine Theorie, wisst ihr? Meine Forschung, mein Lebenswerk, alles gestohlen. Von meinem verfluchten Schüler. Und so bin ich hier gelandet. Ich finde keine Ruhe. Nicht ehe ich die Schmiede und einen Beweis dafür gefunden habe, dass sie meine Entdeckung war. Meine, nicht seine. Aber es ist hoffnungslos. Ich bin hier gestorben, wie all die anderen. Kehrt um. Kehrt um, bevor ihr das nächste Opfer werdet. Ich glaube, ich komme da schon zurecht. Natürlich. Das sagen sie alle. Ich will euch nichts ausreden. Ich weiß. Ich weiß. Ich war einmal genau wie ihr. Nun... Wenn ihr es wirklich schaffen wollt, werdet ihr etwas Hilfe brauchen. Wollt ihr, dass ich euch helfe? Nein, danke. Ich bin bisher ganz gut alleine klargekommen. Das ist eure Beerdigung. Ja, na bitte. Der ist gar nicht dabei, ist er tot.
So, wollen wir uns doch mal hier ein bisschen umgucken. Das ist meine Beerdigung, sagt sie. Gut, Zwergspinne. Wollen wir dann aber auch erst noch mal gucken, ob das wirklich meine Beerdigung sein soll. Ich glaube ja nicht. Zwergenfall. Sehr schön. So, da wollen wir doch mal reingucken in dieses Tagebuch. Bücher. Das sieht sehr, sehr. Oh, da geht's noch weiter. Aber ihr könnt euch das durchlesen. Alles klar. Da hinten ist auf jeden Fall ein Hinweis auf ein Rätsel, so wie das ausschaut. Da wollen wir dann mal gucken, wenn es soweit ist. Wenn wir auf irgendein Rätsel kommen, ob uns da das Tagebuch nicht weiterhelfen kann, wie wir dadurch ein Rätsel lösen. Okay. Hier unten scheint nichts zu sein. Sehr schön. Da ist nichts. Aber hier kriegt er Bolzen. Ja, sehr gut. Irgendwas lebt doch hier. Außer Katrias Geist. Das lebt. Oh Gott. Doch einer hier. Noch mehr Gold. Und hier ist eine Juwelmatruhe. Silberner Amethyst. Das ist zwar nicht so toll, aber nehmen wir mit. Dann wollen wir mal wieder. So. Jetzt werden wir weiterreisen. Na, geht da drauf. Weiterreisen. Komm mal doch so rein. Wenn er nicht erzählen, dass ich hier nicht rein kann, da ist doch was für mich. Ja. Belgischer Metallbau. Haha. Und den Fall mal durch. Grundstein, ja, schwaches Gift. Alles gut. Einmal aus dem Schleichen zurückkehren. Ich kann mich hier nicht fortbewegen. Ich konnte mich gerade nicht fortbewegen. Naja. Also nochmal von vorne. Okay. Auf Gemma. Schön, dass die hier Seelenstein. Oh nein, jetzt habe ich das mitgenommen. Das wollte ich nicht mitnehmen. Ich weiß, dass ich das einschmelzen kann. Aber. Oh, wo ist es denn? Was habe ich denn jetzt mitgenommen? Ah, da. Ablegen. Ich meine, das kann man einschmelzen und zu diesem zwergischen Metallbarren machen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen. Das nehme ich dann mal mit, wenn ich es unbedingt brauche. Jetzt nicht vorher. Ah, da will er mich herbringen. Kommt er jetzt drüber? Nein. Ja, diese Tour.
Das ist aber hier schon ein komisches Verlies. Ich kann mich auch wirklich null hier dran erinnern. Null. Tatsächlich mal in dieses Buch gucken. Katrias Tagebuch. Und auf die letzten Seiten gehen. So. Okay. Weiß jetzt nicht, was mir das helfen soll. Kann ich das hier irgendwie Objekte? Aha, aha. Das ist natürlich gut. Die Taste wieder. Zeigen. Das ist gut gewesen, das machen konnte. Aber ich krieg auch meine verschossenen Pfeile nicht zurück. Oh, der dürfte aber genau ins Herz sein. Das sah zumindest kurzzeitig so aus. Oder irgendeine andere Wunde. Okay, Pfeile, Ohr, Gold. Und meine zwei Stahlpfeile. Sehr gut. Ach, jetzt bin ich hier oben. Da unten steht Katria. So, was du da machst? Keine Ahnung. Ich soll auf mich zukommen. Ja, da war Pfeile dabei, was ich sehr gut finde. Zwergenpfeile sogar. Und Pfeile. Ja, da war Wolf dabei. Ja, hier fällt wirklich alles von oben runter. Vielleicht auch was, dass wir hier nicht erschlagen werden. Ja, ich bin ganz froh, dass uns hier niemand folgt und dadurch mir wieder den Ausgang versperrt, wie das Alia gemacht hat. War schon ein bisschen nervig. So, weiter geht's nach da oben. Das ist auch deutlich schneller laufen. Selbst wenn es dann im Fall mal nicht sollte, das ist eine Frage stellen. Warum kann ich hier die Schimmerpilze nicht mitnehmen? Naja. Ist halt so. Ich habe zwar voll gegen das Schild geschossen. Die sind schlecht. Aber soll uns ja nicht so viel stören. Er da oben. Komm. Das
ist natürlich gut. Er landet auf dem Vorsprung, wo ich bin. Damit ich hier wenigstens noch die Items wegsnacken kann. Bevor er dann hier runterfällt. Wie der andere auch. Den hatte ich nicht, ne? Ja. Auf jeden Fall hat er nichts dabei gehabt, was mir irgendwie hilft. Da, Schimmerpilze. Sehr gut. Der sieht ja wirklich schön aus. Eigentlich das sah bestimmt mal schön hier aus. Die Palmer haben sich das hier scheinbar richtig schön zurechtgebaut. Katria hat ja gesagt, dass das mein Todesurteil hier ist. Ne? Da muss ja wirklich noch was Hartes kommen. Ne? Oder mir was Hartes auf den Kopf fallen, was er gesagt. Oder halt ein starker Gegner. So wie das da. Wenn mir das auf den Kopf fällt, dann wäre es, glaube ich, vorbei. Würde ich jetzt mal so behaupten. Daran gestoßen. Irgendwas hat mir im Kopf erwischt. Obwohl, weil der Kopf noch intakt aussah. Oh, da war der Hit. Ach. Sehr schön. Ah, meinen anderen Fall bin ich sogar wieder. Das ist doch formidabel. Seriously. Ja, juck dir mal am Arsch. Stirb. Dass sie auch manchmal so schöne Zutaten dabei haben, finde ich wirklich gut. Auch welche, die du nicht unbedingt an jeder Ecke bekommst. So wie zum Beispiel die Sumpfpilzschote. Ich meine, die Schimmerpilze gehören jetzt hier nicht dazu, weil die findest du eigentlich in jedem Kulis. Palmer sind an jeder Ecke. An jeder Ecke. Wahrscheinlich sogar tatsächlich an jeder Ecke. Ah, hallo. Da läuft noch ein Schaurus hinter dir her. Aua. Nicht nett. Boah, der hält aber einiges aus der. Stück hat, weiß ich gar nicht. Ich würde sagen, hier geht's weiter. Ich möchte noch nicht so weiter. Ich möchte nur noch. Oh. Mal Schaurus. Da, was war das? Junger Schaurusjäger. Das sind geflügelte Schaurusse. Bestimmt die Mehrzahl von Schaurus. Schaurusse. Bin ich mir 1000%ig sicher. Hier entlang oder geht's da hinten entlang? Ich glaube, wir mal hier rein. Ja, hier ist nämlich eine Truhe drin. Wir gehen erstmal hier entlang. Sieht mir doch eigentlich so aus, als ob sie bei
war, habe ich mir doch fast gedacht, dass es da bei dem anderen weitergeht und nicht hier. Obwohl das tatsächlich zwischendurch so aussah, als ob es hier weitergehen würde. Aber man wird sich ja auch nochmal hier wieder. So. Sind hier Gegner? Ah, hier sind wir hier hoch. Da unten steht Gatrias Geist, ja. Wenn wir jetzt hier runterfallen würden, wäre das schon ein bisschen ärgerlich, weil dann müsste ich den ganzen Weg nochmal neu laufen. Das möchte ich nicht. Hängemoos! Noch mehr Hängemoos! Hey! Ein paar Items war das ganz gut. Ah, noch mehr Hängemoos! Boah, musste mich kurz kratzen, Entschuldigung. Würden wir dran kommen? Ja, sehr schön. Wo kommen wir denn jetzt hin? Oh, hier ist eine Lichtung. Hier ist wahrscheinlich die ganze Decke schon eingestürzt. Wie das für mich aussieht. Ah, jetzt kommen wir zu diesem Rätselteil. Genau anfangen. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals schon gemacht habe. Das kommt mir alles hier sowas von unbekannt vor. Hm. Steckt da ein Fall mal drin, oder nicht? Wenn man nicht. Na, wollen wir mal schauen. So schwer war das hier bis hierhin noch nicht. Ich könnte ehrlich sagen, jetzt rein. Oh, der ist auf jeden Fall vom Felsen zerquetscht worden. Heile. Oh, wenn ich das falsch mache, kriege ich. Wird mit Zwergenfallen auf mich geschossen. Habe ich das jetzt hier gerade richtig verstanden? Abenteurer. Papierfetzen. Den werde ich mir jetzt nochmal angucken. Objekte. Drei. Das ist bestimmt auch ein Hinweis hier für das Rätsel. Gucken wir gleich nochmal. So. Gibt es hier sonst noch was? Ich will jetzt ganz gerne, bevor ich diese Folge hier. Beende. Ja, doch auch, bevor ich die Folge beende. Nochmal hier reingucken. Die Schimmerpilze mitnehmen. Was ist denn hier so schön? Da geht es hier Richtung Ausgang. Okay, das sieht mir sehr nach Richtung Ausgang aus. Okay. Dann würde ich mal sagen, ich hoffe, euch hätte die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr freuen. Oh, das Skelett. Oder aufgeschmissen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und in dem Sinne würde ich einfach mal so sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge The Elder Scrolls 5 Skyrim. Bis dahin, ciao!